Unser Richter, hat das Grundgesetz wirklich jetzt mit Arbeitsrecht in der täglichen Praxis was zu tun? Warum müssen wir uns das anschauen? Genau, das ist wirklich im Arbeitsrecht eine Besonderheit, denn wie das Bild auch hinten im Hintergrund sagt, Grundrechte ohne Grundrechte haben Sie keine Rechte. Und das ist es wirklich. Und ich gebe Ihnen dazu ein paar Beispiele. Grundrechte sind eigentlich im Grundgesetz ja geregelt und eigentlich wirken die über die Einzelgesetze sozusagen nur auf die einzelnen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ein. Also durch Einzelbestimmung und Grundrechte haben so eine Art mittelbare Drittwirkung. Das heißt, der Staat muss sich bei der Anwendung von Gesetzen, muss er sich eben an die Grundrechte halten und darf dem Arbeitgeber zum Beispiel nicht Betriebsräte zu stark mit Rechten ausstaffieren. Und die Arbeitnehmer haben das Recht, eine Gewerkschaft zu gründen und solche Sachen, ja. Aber wir haben hier nicht nur diese Generalklauseln von bestimmten Gesetzen, wo das Grundgesetz sozusagen reingelesen wird, sondern oder der Normensetzer, also wenn ein Arbeitsgesetz erlassen wird, muss der Normgesetzgeber sich eben an diese Grundrechte halten, sondern das Besondere ist, wir haben ganz, ganz viele Rechtsvorschriften in diesen Grundrechten, im Grundgesetz tatsächlich, die wirklich in den Urteilen immer wieder genannt werden. Das heißt, die Rechtsprechung nimmt die Grundgesetze und die Grundrechte sehr, 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 sehr ernst. Ich mache kurz ein paar Beispiele. Das ist zum Beispiel Artikel 1 und Artikel 2, die Menschenwürde und das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Das zum Beispiel wird in der Bewerbungsphase sich dadurch äußert, dass man sie nicht zu viel persönliche und private Sachen fragen darf. Der Gleichbehandlungsgrundsatz Artikel 3 Absatz 2 sagt, Gleichbehandlung, Gleichberechtigung von Mann und Frau finden wir überall bei der Entlohnung zum Beispiel auch, dass die Vergütung zwischen Mann und Frau im Arbeitsplatz gleich sein muss. Artikel 4 Absatz 1 regelt die Freiheit des Glaubens, des Gewissens, des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses, dass Sie also während des Arbeitsverhältnisses auch Ihre Religion bekannt geben dürfen oder auch sagen, ich möchte sie nicht bekannt geben dürfen, also dass auch diese Freiheit besteht. Die Meinungsfreiheit, Artikel 5 Grundgesetz, dass Sie also außerhalb der Arbeit zum Beispiel auch Ihre Meinung sagen dürfen, auch gegenüber den Arbeitgebern, auch wenn die nicht so gut ist, müssen natürlich auch ein bisschen aufpassen. Sie haben auch Nebenpflichten aus dem Arbeitsvertrag, dass Sie da nicht irgendwelche Geheimnisse verraten. Dann Schutz von Ehe und Familie, Artikel 6 Absatz 1 Grundgesetz. Man darf zum Beispiel, gab es so Fälle im Arbeitsrecht, wo gesagt wird, man darf zum Beispiel nicht sagen, nur Kinderlose dürfen bei uns arbeiten. Nein, auch die, die Kinder haben oder die verheiratet ist, darf nur jemand sein, der nicht verheiratet ist, zum Beispiel aufgrund katholischen Glaubens. Auch dort wurde gesagt, nein, solche Kündigungen, weil sie jetzt heiraten oder ein Kind bekommen, diese Kündigungen sind arbeitsrechtlich nicht zulässig, Verstoß gegen das Verfassungsrecht und so weiter. Also man hat hier einiges an Vorschriften, die tatsächlich immer wieder herangezogen werden. Natürlich die Koalitionsfreiheit. Sie dürfen natürlich eine Gewerkschaft bilden. Sie haben ein Recht auf freie Wahl des Arbeitsplatzes und Freiheit der Berufsausübung im Rahmen der Gesetze. Artikel 12, sehr, sehr wichtig im Grundgesetz. Das heißt auch im Arbeitsrecht. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, darf keiner den Arbeitsplatz vorgeben. Und der Arbeitgeber ist zum Beispiel durch Artikel 14 Absatz 2 geschützt in seinem privaten und aber natürlich sozial gebundenen Eigentum. Also seine ganzen Investitionen, die Sie als Arbeitgeber in die Firma machen, werden natürlich geschützt, dürfen nicht verloren gehen durch irgendwelche gesetzgeberischen Aktionen. Aber ist natürlich sozial gebunden. Deswegen dürfen Sie nur eine sozial gerechtfertigte Kündigung nach Kündigungsschutzgesetz raushauen. Und auch das Sozialstaatsprinzip sagt zum Beispiel, dass man eben einen Betriebsrat haben darf und dass man einen Betriebsrat auch entsprechend dann auch entsprechend hier implementieren muss. Ja, also Sie sehen, das Grundgesetz enthält viele Nahtstellen für das Arbeitsrecht und das schauen wir uns jetzt nochmal im Detail an. Weiter geht's. Kleiner Fall am Anfang. Grundsätzlich gilt ja das Grundgesetz nur für den Staat. Also bei der Ausübung seiner Staatsgewalt muss er eben gucken, muss er eben diese Grundrechte berücksichtigen. So ist dieses ursprüngliches Verständnis gewesen. Also Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung werden als unmittelbar geltendes Recht gebunden an diese Grundrechte. Da haben wir zum Beispiel die Gesetzgebung. Natürlich sind die ganzen Arbeitsgesetze müssen natürlich entsprechend Grundrechte beinhalten, vollziehende Gewalt, also zum Beispiel irgendwelche Behörden, aber natürlich auch die Rechtsprechung, das heißt die Urteile der Arbeitsgerichte, Landesarbeitsgerichte oder Bundesarbeitsgerichte und des Bundesarbeitsgerichts. Genau das, da, die müssen darauf achten. Aber welche Bedeutung hat das jetzt konkret zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer?
Zum Beispiel, ich habe Ihnen hier mal so ein bisschen was aus der Rechtsprechung rausgeholt. Da soll sich zum Beispiel der Arbeitnehmer im Arbeitsvertrag hätte sich verpflichtet, sich in einem Nachtlokal nackt zur Schau zu stellen. Aber irgendwie will sie das in einer Zeit nicht mehr. Kann der Arbeitgeber auch darauf also beharren, dass sie also wirklich das weitermacht? Arbeitnehmerin B ist bereits seit Jahren auf dem gleichen Arbeitsplatz und hält 30% weniger Lohn als ihr männlicher Kollege. Ist das zulässig? D möchte Tierversuche nicht mehr machen, also weil das gegen seine Gewissen verstößt, aber er verweigert diese Arbeit und verlangt eine Versetzung in eine andere Abteilung. Ist das in Ordnung? Arbeitnehmer E ist politisch sehr aktiv und will auch während der Arbeitszeit sozusagen eine Plakette an seiner Jacke tragen, auf der Stopp Atomkraft steht. Arbeitnehmerin F hat in ihrem Arbeitsvertrag eine Zölibatsklausel. Das Arbeitsverhältnis endet, wenn sie heiraten sollte. Ist das zulässig? G möchte einer Gewerkschaft beitreten. Sein Arbeitgeber droht ihm für diesen Fall mit einer Kündigung. Arbeitnehmerin I hat eine Weihnachtsgratifikationsvereinbarung unterschrieben, wonach er verpflichtet, die Weihnachten erhaltene Zahlung in Höhe eines Monatsgehalts zurückzubezahlen, wenn er im Folgejahr durch Eigenkündigung vor dem 30.09. ausscheidet. Also kann da das Weihnachtsgeld schon verfressen, versoffen oder sonst wie verbracht hat, verschenkt hat, kann er natürlich jetzt hier bis zum 30.09. nicht mehr kündigen. Also das ist sozusagen festgenagelt an den Arbeitsplatz. Unternehmerin K. versteht nicht, warum er als Eigentümer einer Fabrik seine dort arbeitenden Arbeiter nicht einfach alle von heute auf morgen entlassen darf. Wenn eine kurzzeitige Konjunkturflaute herrscht, kann man das nicht mit seinem Eigentum machen, was man möchte. Und Unternehmer L. will sich gegen die in seiner Fabrik anstehenden Betriebsratswahl wehren, die seiner Meinung nach nur Kosten verursachen und nutzlos sein. Und beschließt alle Mitarbeiter, die sich wählen lassen, sofort zu kündigen. Ja, das sind so ein paar Fälle aus der Rechtsprechung, ein bisschen vereinfacht natürlich. Und grundsätzlich ist es so, dass hier überall die Grundrechte eine Rolle spielen. Das Grundgesetz wirkt auf das Arbeitsrecht in zweierlei Hinsicht ein. Und zwar zunächst mal sind dort Einzelbestimmungen drin und Grundrechte. Das heißt, sind so wirklich einzelne Vorschriften, wo Arbeitsrecht erwähnt wird. Und durch eine mittelbare Drittwirkung, das heißt, die Grundrechte gehen so in so Generalklauseln ein, also zum Beispiel 138 BGB, wenn gesprochen wird, etwas darf nicht gegen die guten Sitten verstoßen oder man legt Verträge aus oder ein Verhalten muss nach treuem Glauben entsprechen oder man kriegt einen Schadensersatz, wenn jemand sittenwidrig geschädigt hat, solche Sachen. Also da muss man reingehen und das sozusagen im Lichte der grundrechtlichen Entscheidungen lesen, dass zum Beispiel das Persönlichkeitsrecht geschützt ist. Und wenn Sie da eben etwas nicht ordnungsgemäß, also zum Beispiel fragen Sie zum Beispiel zu intime Sachen im Bewerbungsgespräch, dann hat man, ist das eben zum Beispiel auch eine sittenwidrige Schädigung. Ne? Dann kann man also auch hier sagen, da möchte ich gerne Geld haben, weil ich hier diskriminiert wurde. Der Normensetzer natürlich, Gesetzgeber, Tarifvertragsparteien, Betriebsparteien müssen sich, wenn sie Normen erschaffen, wie zum Beispiel Betriebsvereinbarungen, Tarifverträge oder Gesetze, müssen sie auch diese Grundgesetze eben dort auch entsprechend beachten. Guckt man sich also jetzt mal einzelne Grundrechte an, dann wird man feststellen, dass tatsächlich überall Ihnen auch sofort wahrscheinlich ein Fall einfällt. Wir gucken mal an Artikel 1 und 2 Menschenwürde und allgemeines Persönlichkeitsrecht. Zum Beispiel menschenverachtende Arbeitsvertragsinhalte sind über die Generalklausel § 138 Absatz 1 BGB Sittenwidrigkeit nichtig. Also die Gradierung des Menschen zu einem bloßen Schauobjekt in einem Nachtlokal, das müssen Sie sich nach einer Zeit nicht mehr gefallen lassen. Was haben wir noch? Wir haben dann noch zum Beispiel Artikel 3 Gleichheitsgrundsatz. Gleichberechtigung von Mann und Frau. Der Gleichheitsgrundsatz hat natürlich ganz, ganz viele Ausprägungen und wir haben natürlich jetzt hier auch das AGG, das Gleichbehandlungsgesetz. Da ist also das Grundgesetz ein bisschen nicht mehr so wichtig. Wir haben ja dort ausführlich die genauen Inhalte, was sachliche Gründe sind und so. Ne? Also deswegen ist die Bedeutung ein bisschen gesunken. Also zurzeit haben wir zum Beispiel diese Fragen mit der Altersdifferenzierung in Sozialplänen oder Diskriminierung wegen des Alters, bei Besetzung eines Stellenpools und so. Da muss man ganz, ganz furchtbar heute aufpassen, weil sonst ist es ein Verstoß gegen das AGG und gleichzeitig natürlich gegen Artikel 3 Absatz 2, wonach Männer und Frauen gleichberechtigt sind und niemand wegen dieser Aspekte hier benachteiligt oder auch bevorzugt werden darf. Die Freiheit des Glaubens ist geregelt in Artikel 4 Absatz 1 und sind unverletzlich. Und das bedeutet zum Beispiel, ein Arbeitnehmer kommt bei bestimmten Arbeitsinhalten in Konflikt, wie zum Beispiel das Eingangsfall
wo er sagt, er möchte nicht mal an Tierversuchen teilnehmen, dann kann er das sozusagen verweigern. Was die Folgen sind, hängen dann von jedem jeweiligen Einzelfall ab. Wenn wir eine Versetzungsstelle haben, wenn wir einen Platz haben an einer anderen Stelle, dann geht es natürlich. Aber wenn kein Platz mehr ist, kriegen Sie dann eine betriebsbedingte Kündigung oder vielleicht sogar eine personenbedingte. Das hängt ja an Ihrer Person, dass Sie diesen Gewissenskonflikt haben. Artikel 5, Meinungsfreiheit. Die Meinungsfreiheit verbietet es dem Arbeitgeber, gegen einen Arbeitnehmer arbeitsrechtlich vorzugehen, der also seine politische Meinung, zum Beispiel bei einer Parteiversammlung, kundtut, die nicht dem Arbeitgeber zusagt. Allerdings besteht dieses Recht nicht grenzenlos. Also der Arbeitnehmer muss also die persönliche Ehre des Arbeitgebers und die Grundregeln des Arbeitsfriedens beachten. Also zur Störung des Betriebsfriedens, das geht nicht. Also wenn der Arbeitnehmer seine Meinung durch Tragen von provozierenden Aufschriften, Plaketten, also beträgt, darf er das außer des Arbeitsplatzes, grundsätzlich schon am Arbeitsplatz nicht, weil Kunden dann sagen, guck mal, was der da hat und so. Das würde auf das Geschäft durchschlagen, ne? Aber auch da gibt es Grenzen, muss man gucken. Ein Bankdirektor zum Beispiel darf nicht gegen seine eigene Bank wettern in irgendwelchen Interviews. Muss man ein bisschen aufpassen. Auch die Meinung muss man ein bisschen angemessen rübergebracht werden. Ja, das war die Meinungsfreiheit. Schutz von Familie, Ehe von Familie. Die Institution der Ehe und der Familie darf auch durch das Arbeitsverhältnis nicht beeinträchtigt werden. Dass ein Arbeitsvertrag mit Heirat des Arbeitnehmers automatisch endet, dazu brauchen Sie besondere Gründe. Also ein katholischer Pfarrer zum Beispiel, da wäre das zulässig. Das sind die besonderen Rechte der Kirchen. Aber ansonsten eine normale Sekretärin im Pfarrbüro oder so ginge das nicht. Die Koalitionsfreiheit in Artikel 9 Absatz 3 haben wir schon mal gehört, weil Tarifvertragsrecht, und dort haben wir einfach das Recht, dass Sie also zum Beispiel Vereinigungen gründen, wie zum Beispiel Gewerkschaften und so. Und deswegen ist die Auflösungsklausel für den Fall, dass Sie einer Gewerkschaft beitreten, ist unwirksam. Das Recht auf freie Wahl des Arbeitsplatzes, das und die Freiheit der Berufsausübung, das ist in Artikel 12 Absatz 1. Aber Sie haben kein Recht auf Arbeit, sondern nur Sie dürfen den Arbeitsplatz und den Beruf frei wählen. Also im Gegensatz zu früheren Rechten, zum Beispiel in der DDR, da hat man ein Recht auf Arbeit gehabt. Das gibt es nicht. Aber man darf hier sozusagen gehen und wieder kommen zu einem Arbeitsplatz, darf kündigen. Das ist also sehr, sehr wichtig. Und da hat man zum Beispiel gesagt, dass eine Rückzahlungsklausel von Weihnachtsgeld, wenn das zu lange in das Jahr geht, also bis 30.09., das bindet sie zu lange. Und das ist dann eben das Recht, den Arbeitsplatz frei zu wählen, wird durch so eine lange Rückzahlungsklausel von Weihnachtsgeld bis zum 30.09., nachdem sozusagen sie das Weihnachten bekommen haben, ist zu lang und das beschränkt sie zu sehr, weil sie das Geld ja schon nicht mehr haben, wenn sie faktisch dadurch gebunden. Artikel 14 Absatz 1 ist ja, dass Eigentum und Erbrecht werden gewährleistet und Eigentum verpflichtet allerdings den Arbeitgeber und sein Gebrauch soll dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Und das heißt, das ist die Garantie des privaten und sozial gebundenen Eigentums. Im Arbeitsrecht findet man das besonders, wenn es dem Arbeitgeber zum Beispiel untersagt ist, den Arbeitnehmer schützende Kündigungsfristen einfach zu missachten. Der sagt, ich brauche dich nicht mehr, aber ich habe jetzt noch 6 Monate Kündigungsfrist, aber ich brauche dich eigentlich nicht mehr und es kostet mich Geld, obwohl ich dich nicht mehr beschäftigen kann. Dann heißt es trotzdem, musst du in Kauf nehmen, du musst dem Wohle der Allgemeinheit dienen und er muss im Zeithaben der Arbeitnehmer wieder Arbeitsplätze zu finden. Das Sozialstaatsprinzip, das ist sozusagen der Gegensatz zur freien Marktwirtschaft, ist die soziale Marktwirtschaft. Und da geht es darum, dass die verfassungsrechtliche Grundlage der mitunter sehr weitgehenden Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates zum Beispiel sozial adäquat sind. Der Unternehmer muss die Betriebsratswahl zum Beispiel auch dulden. Und das ergibt sich einfach aus dem Satz, dass wir ein sozialer Bundesstaat sind. Genau, und damit haben wir die Lösung des Ausgangsfalls. Fass es kurz zusammen, nackt auftreten müssen Sie nicht. Entlohnung, Ungleichbehandlung geht gar nicht. Versetzungspflicht eventuell, wenn er Tierversuche nicht mehr machen möchte. Tragen der Plakette ist gestattet, kann aber, wenn es Betriebsschaden führt, dann wieder nicht. Eheschließung darf nicht zur Beendigung führen. Kommt ein bisschen darauf an, was für ein Arbeitsplatz es ist. Dann, Sie dürfen der Gewerkschaft beitreten. Rückzahlungsklausel ist Einzelfallrechtsprechung, wie lange das letztlich gehen darf. Muss man gucken, wie hoch das Weihnachtsgeld ist. Und was hatten wir noch? Eine Entlassung ohne Beschränkung verstößt gegen die Sozialpflichtigkeit des Fabrikeigentums und das Recht, Betriebsratswahlen abzuhalten, entspricht dem Sozialstaatsprinzip. Damit sehen Sie, dass tatsächlich die Grundrechte im Arbeitsrecht wichtig sind. Ich habe Ihnen 9 Beispiele gegeben, 9 verschiedene hier Grundrechte, die dazu führen, dass wir sehr, sehr viel im Arbeitsrecht immer über das Grundgesetz sprechen und auch über das Grundgesetz. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.